Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hard Work 18 Wheels of Steel. Bälle aus Stahl, yeah. Ja, hier mit seinen Double Nibbles und ein County, der wieder am Backdoor klopft. Ach, guck mal, hier ist ja hier so ein, wie nennt sich das hier, so ein Billboard, hier so eine Werbetafel. Ist mir noch nie aufgefallen. Hier wieder Werbung für ein Spiel von SCS hier, von Hunting. Die Hunting heißt es, glaube ich. Und dann haben wir hier Senior Club. Mehr kann ich hier gerade auch nicht entziffern. Ja, und ich mag das hier so im Hintergrund angedeutet hier. Dieses verwaschene Bild hier von der Großstadt. Einmal nur geil, es sieht hier aus wie ein Sandsturm. Und ich würde sagen, wir fahren mal lieber los, weil mein Blutdruck steigt schon wieder. Ja, was haben wir denn heute? Heute ist der 24. Oktober. Wir haben getankt, genau. Ein Samstag heute. Die wird ja frisch produziert, die Folge. Oh, ich muss wieder umdenken hier, warte mal, genau so rum. Wo fahren wir jetzt hin? Wir sind jetzt hier in, wo sind wir denn eigentlich? Hier in Phoenix. Dann fahren wir da geradeaus. Die setzen sich in Bewegung. Rechts vor links. Nicht gekonnt. Nicht gekannt. So, mal gucken, was machen wir jetzt eigentlich? Jetzt fahren wir. Wie viel Geld haben wir? 50.000. Wir brauchen mindestens. Komm mal näher ran, du Mikrofon, hör mal. Nicht so schüchtern. Ich glaube, wir brauchen noch 20.000, wenn ich mich nicht täusche. Ich hätte gerade gucken können. Für den nächsten Truck. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt die kleine Runde zwischen Las Vegas und Phoenix, das Hin und Her. Was habe ich hier vergessen, neben mir zu legen? Den Funkspruch, das Codebuch. Irgendwann passiert das schon. Glaub mir. Hallo? Dass man immer hupen muss hier, bevor einer losfährt. Erstmal gucken, toter Winkel, kein Fahrradfahrer da. Okay, rum damit. So, Marco Polo war das, ne? Oder? Nee. Ich sag mal Marco Polo. Lass mal gucken, was haben wir hier? Ein Tankzug? Muss der zufällig nach L.A. gefahren werden? Nee, will ich nicht hin. Ich will aber nach Las Vegas. Tank will ich jetzt nicht machen. Aber wir nehmen uns diesen da. So, einmal halten. Weil den Tankzug, den lassen wir jetzt erstmal. Komm, Traktorstrahl, den Fahrer unten, den ignorieren wir jetzt einfach mal. Und mit Traktorstrahl rangebeamt, yeah. So muss das sein. Komm, fahr an. So, wie war Las Vegas? Ja, da kann keiner kommen, weil wegen da ist nix. So. Ich fahr jetzt einfach mal. Ja, das waren hier noch Zeiten, hör mal, als man hier bei Rot über die Ampel fahren konnte, ohne dass die Polizei einen erwischt hat. Wie gesagt, dann mach das mal bei ATS und beim ETS2. Ich stehe gerade mit meinem Fuß am Bodenblech. Wie viel Tonnen haben wir eigentlich drauf? Komm, wir sind aber gelb rüber, hör mal. Wie schwer ist der Auflieger eigentlich? So, wie war Las Vegas? Rechts vor links, Mensch. So, geradeaus. Das wird eine kurze Folge werden heute. So. Ah, da waren wir gerade gewesen auf der linken Seite. So, warte mal, jetzt können wir uns mal eigentlich mal hier
Jetzt müsste ich eigentlich hier halten. Ihr könnt ja mal Pause machen. Vielleicht könnt ihr erkennen, was da stand. Das merken wir uns mal für das nächste Mal. Dass wir uns dann mal das Ganze angucken. Auch jetzt muss ich hier wieder hinterher schleichen. Warte mal. Weil über Sand zu pesen ist hier kontraproduktiv. Dann bleibst du nur stecken. Komm, hier steht keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ihr könnt euch Gas geben, Mensch. Ist aber nicht regelgerecht. Also im Real Life ist es hier anders. Da wird gepaced, was das Zeug hält. So, Mr. Fokus. Begeben Sie sich mal auf den Fokus und fahren Sie mal zur Seite, Mensch. Hier, diese Schleiche auf der linken Spur, hör mal. Jetzt mal eben rüber zu fahren, das macht den. Hör mal, ey, muss ich hier jetzt. Oh, Herr Fokus, fahren Sie mal rüber, Mensch. Wenn das nur der Fokus wäre, würde ich jetzt überholen immer im Gegenverkehr rein. Aber wir haben keinen Fokus. Wir haben mehr als einen Fokus. Und ich höre so eine Klapperkiste neben mir. Ich sehe den nicht. Wo ist der? Der muss irgendwo neben mir sein, aber im toten Winkel. Ja, genau. Der wollte mir in die Karre fahren, immer. Bin gerade ein bisschen sprachlos. Wird doch eine kurze Folge werden, immer. Jetzt kommen wir rüber. Ey, dieser Fokusfahrer. Was schleichen die alle so mit 54, hör mal. So geht das nicht, aber mit 54 durch die Stadt. Aber ey, Wachtmeister, das ist nur der Hut, der mich so alt macht. Eieieiei. Was wird das denn hier, Mensch? Ich hab noch 3 Minuten. Also 3 Stunden eher gesagt. Also 3 Minuten sind's noch. Mensch, ey, wenn die hier nicht wären, die Schleicher, dann wäre ich schneller. Jungs, heiß und fettig. Brüm, brüm. Wo müssen wir denn hin? Nach El Capone. Meine Herren. Das artet gleich wieder in Hektik aus. So, jetzt muss ich hier ein bisschen Gas geben. Ober Capone nochmal. Schade, dass es im Spiel selber beziehungsweise als Beilage keine Karten gibt von den Städten, dass man sehen kann, wo die einzelnen Firmen sind, wo man hin muss. Das ist Guard One, da müssen wir nicht hin. Da hinten ist Capone, okay, ausgeschildert. So, Herr Fokus, jetzt blockiere ich dich mal ein bisschen. War ja richtig gewesen hier rum, ne? Wahrscheinlich wieder atemlos durch die Nacht. Da ist Capone, okay. So, das ist erledigt. Ich würde jetzt in die
Ansicht gehen, wo wir uns einmal und den Truck gucken können. Aber wir müssen einmal hier durchfahren. Danach können wir erst umschalten. Weil sonst würde nämlich... Da ist es. So, ich bin mal eben still. Ich muss mich konzentrieren. Und so viel zum Thema konzentrieren. Oh, nur 11 Minuten, hör mal. Schnelle Runde heute. Ich bin heute ein bisschen im Zeitdruck, deswegen die kurze Fassung. Ja, wir haben genug Zeit, hör mal. Also, wir haben genug Zeit, also... Nicht nervös werden. Und dann könnten wir uns theoretisch in der nächsten Folge einen neuen Truck kaufen. Das geht ja hier mal Schlag auf Schlag. Aber wir haben ja damals auch nicht lang gebraucht, um den T-1000 abzustreifen, um dann den Nachfolger zu kaufen. Ja, und dann ist der Patch 1.2 reingerauscht und dann hatten wir... Detached. Okay, wir hatten Birnen geladen. The Shipper is very happy, 61.000. Und ich sag mal... Danke fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dennlich. Tschüss.